Als erstes habe ich gedacht, das ist irgendwie ein Trick. Ich wusste gar nicht, wer der Absender wirklich ist. Ich bin nach Hause gekommen und meine Freundin hat gesagt, da ist ein komischer Brief für dich gekommen. Ich habe mir den durchgelesen und dann habe ich gedacht, ist das ein Fake? Mein erster Gedanke war, ich schaue erstmal ins Internet und informiere mich darüber. Wo kommt das her? Wer ist das? Was ist der Bürgerrat? Wenn immer schon alle rummeckern, könnte man ja mal an solchen Aktionen dran teilnehmen und mal schauen, wie man sich da einbringen kann. Naja, ich gehe ziemlich gerne auf Demos. Ich bin sonst nicht politisch aktiv. Politisch interessiert bin ich schon immer. Die Wahrscheinlichkeit unter 80 Millionen ist ja auch nicht so groß. Fühlt sich so an wie ein Sechser im Lotto. Ich finde es spannend, verschiedene Menschen zu treffen mit verschiedenen Perspektiven. Einfach mal hören, wie andere so ticken, was andere denken und was meine Meinung ist. Wieso sind wir denn eingeladen worden beim Bürgerrat? Weil wir eben die Demokratie wieder wollen, die eben in einer Schieflage ist. Mich stört einfach, dass immer mehr eigentlich gegen den Willen der Bürger entschieden wird. Klar, ich würde was verändern wollen, aber irgendwie macht es mir gefühlt die Politik relativ schwer, das zu tun. Wenn ich mich als Bürger irgendwo einbringen will, dann muss ich mich auch bewegen. Ist das eine Premiere, ein Experiment auf Bundesebene, ein Experiment, aber kein Spiel? Denn Sie haben eine wichtige Aufgabe, eine hohe Verantwortung. Ich bin hier, weil nur mit diesem Prozess können wir was voranbringen. Und können diese allgemeine Politikverdrossenheit, die Land auf Land ab herrscht, wieder besser machen. Dass wir eine Grundlage für Bürgerbeteiligung schaffen. Dass eben diese Kluft zwischen Politik und Volk verringert wird. Weil ich es auch als eine gewisse Art von Bürgerpflicht gesehen habe. Wenn man irgendwie so ein bisschen die Möglichkeit hat, auch die Welt zu verbessern, sag ich mal so. Und ich hoffe einfach, dass wir was damit anschieben können, dass wir was damit erreichen. Das ist mein größter Wunsch, dass das was bringt hier.